Testfahrt mit einem ICE3 zwischen Erfurt und Ebensfeld auf der Neubaustrecke VDE 81. Der Lokführer fährt mit der Höchstgeschwindigkeit von 300 km pro Stunde. Sein besonderes Augenmerk liegt aber auf dem Zugsicherungssystem. Es heißt ETCS, European Train Control System, auf Deutsch Europäisches Zugsicherungssystem. Anstelle von wartungsintensiven Streckensignalen sind diese gelben Balisen in der Trasse verlegt. So wie der Zug hier im Bahnhof Erfurt über die Balisen rollt, tut er es alle rund 1000 Meter auf der Strecke. Lokführer Andreas Maucher erklärt, dass die Balisen so etwas wie elektronische Meilensteine sind. Das sind Datenträger, die beim Überfahren dem Fahrzeug übermitteln, an welcher Position sich das Fahrzeug befindet. Und somit weiß das Fahrzeug, wenn die Zielfreigabe auf die nächsten 20 Kilometer Höchstgeschwindigkeit erlaubt, jawohl, von diesem Punkt die nächsten 20 Kilometer darf ich nur mit VMAX fahren. Also mit Höchstgeschwindigkeit. Zwischen Balise, Fahrdienstleiter und Lokführer besteht ein ständiger Datenaustausch über das Eisenbahnfunknetz GSMR. Für den Lokführer stellt es sich dann so dar. An der Anzeige mit dem Zweier und dem Strich drunter können wir erkennen, dass wir momentan in ETCS Level 2 unterwegs sind. Und wir fahren jetzt mit einer technischen Überwachung, das heißt in der Betriebsart Full Supervision. Das können wir sehen an dem Symbol, an dem Augensymbol. Diese Testfahrten waren jetzt zum einen gemacht, um das System ETCS entsprechend zuzulassen und zweitens gleichzeitig zur Schulung von den Fernverkehrskollegen, die dann später planmäßig auf der Strecke unterwegs sind. René Couillard ist einer von ihnen. Bei den Streckenkundefahrten achtet er auf verschiedene Dinge. Ja, als erstes die Topografie, wie verhält sich der Zug, wo muss ich aufschalten, wo kann ich rollen lassen. Das kann ich dann eben halt beobachten, wie der Kollege hier so handhabt. Es ist schon doch sehr aufregend, also es macht immer wieder Spaß. Seit Dezember 2015 wird ETCS schon erfolgreich zwischen Leipzig-Halle und Erfurt eingesetzt, auf der Neubaustrecke VDE 82. Die neue Zugleittechnik ist für alle Neubaustrecken in Europa vorgeschrieben. ETCS soll einmal komplett die rund 20 Sicherungssysteme ablösen, die zurzeit noch einen grenzüberschreitenden innereuropäischen Verkehr behindern. Versuchsleiter Jens Burrand koordiniert bei den Testfahrten, wer wann mit an Bord ist. Die Neubaustrecke hat ihn längst überzeugt. Sehr gut, also es ist schön abwechslungsreich, viele Brücken mit viel Aussicht, ab und zu schöne lange Tunnel. Und man merkt, man geht sehr schnell, also man merkt den Zeitgewinn. Das hört sich gut. Im Großen und Ganzen muss man sagen, es hat alles immer gut geklappt und wir sind ein eingespieltes Team und deshalb sind wir auch ganz zuversichtlich, dass jetzt zum Fahrplanwechsel die Strecke dann in Betrieb gehen kann. Mit ETCS und ohne Streckensignale. Im Dezember wird die Neubaustrecke Erfurt-Ebensfeld eröffnet. Bis dahin stehen noch viele Probefahrten bevor.